Es ist eines der größten Projekte der Koblenzer Stadtgeschichte, der Neubau der Pfaffendorfer Brücke. In 5 Jahren Bauzeit wird die 1953 eröffnete alte Brücke abgerissen und durch eine neue ersetzt. Doch wie sieht es heute auf der Baustelle aus, rund 16 Monate nach dem Spatenstich? Kai Mifka, Tiefbauamtsleiter der Stadt Koblenz, führt aus. 3 Monate nach dem Spatenstich der Pfaffendorfer Brücke haben wir große Baufortschritte erzielt. Wer über das Baufeld oder an der Brücke entlang geht, kann das sehen. Vor allen Dingen in den Vorlandbereichen sind jetzt schon die ganzen Gründungen entstanden für die Brücke in der sogenannten Seiten- oder Parallellage. Da kann man ganz viele Pfeiler sehen, die entstanden sind, aber auch mächtige Widerlager für die neuen Brücken. Und im Wasser, das war ein langwieriger Weg, weil es halt nicht einfach ist, im Wasser zu bauen, sieht man jetzt schon ganz viele Rohre stehen und man sieht auch schon den Spundwandkasten für die Baugrube im Wasser. Da wird also im Laufe des Jahres der erste Pfeiler mitten im Fluss entstehen und es wird noch ein zweiter folgen. Und diese ganzen gewaltigen Rohre, die man sieht, sind halt notwendig, um sogenannte Schiffsabweiser zu bauen. Das sind Leitplanken für die Schiffe, damit die Baugruben und die Leute, die dort arbeiten, sicher sind. Die Bauarbeiten liefen insgesamt sehr gut, immer zügig und kontinuierlich. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit den beteiligten Baufirmen. Natürlich Überraschungen, das ist richtig, die gibt es immer. Insbesondere die Suche nach sogenannten Kampfmitteln, also sprich nach Bomben und Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg, die hat sich etwas länger hingezogen. Wir hatten über 2,5 Monate Taucher im Rhein. Das sind einfach Zeiten, die kommen dann teilweise on top. Ebenso ist der Umfang der Maßnahmen im Wasser, also sprich diese sogenannten Schiffsabweiser, die sind etwas umfangreicher geworden, als wir es prognostiziert hatten. Das sind aber Vorgaben der Bundesanstalt für Wasserbau, der wir hier folgen. Und auch das sind Arbeiten, die dann mehr Zeit in Anspruch nehmen. Rund 181,3 Millionen Euro beträgt das finanzielle Gesamtvolumen für den Neubau der Pfaffendorfer Brücke, dessen Bauherr das Tiefbauamt der Stadt Koblenz ist. Das Land unterstützt die Baumaßnahme bisher mit rund 80,7 Millionen Euro. Damit gehört der Neubau der 311 Meter langen Strombrücke zu den aktuell größten Infrastrukturprojekten in Rheinland-Pfalz. Mit einem Kostenanstieg müsse laut Mifka jedoch gerechnet werden. Gut, Baukostensteigerungen bei so einer Maßnahme sind nie auszuschließen. Wir haben natürlich an der einen oder anderen Stelle auch schon mehr Geld gebraucht, zum Beispiel eben für die Taucheinsätze im Wasser. Auch die Schiffsabweiser, die wir jetzt halt bauen, diese großen Stahlelemente im Wasser, wären im Verhältnis etwas teurer, als wir uns das vorher gedacht haben. An anderer Stelle versuchen wir wieder Geld zu sparen. Da sind wir auch mit der Firma im guten Dialog. Bei so einer Maßnahme ist natürlich nicht auszuschließen, dass wir am Ende über Mehrkosten reden. Welche Größenordnung, das kann ich heute noch nicht beziffern. Ich gehe aber davon aus, dass es vielleicht im Bereich 10-15% mal am Ende des Tages sein können. Aber wie gesagt, das ist alles noch zu früh. Aber das ist halt so, wenn man im städtischen Gelände baut, dann gibt es viele unvorhergesehene Dinge. So haben wir zum Beispiel alte Kasematten entdeckt, von denen wir vorher nichts wussten. Die werden wir jetzt verfüllen müssen. Sowas bedeutet halt Mehrkosten und damit muss man dann umgehen. Und auch ein Blick auf den Zeitplan verrät, dass nicht immer alles ganz nach Theorie geplant werden kann. Ja, wie ich schon gesagt habe, so eine Maßnahme ist nicht vollumfänglich absehbar planbar und wir haben Zeit mehr gebraucht, zum Beispiel für die Kampfmittelsondierung im Wasser. Das hat uns halt, sage ich mal, 2,5 Monate mehr gekostet, als wir ursprünglich vielleicht veranschlagt hatten. Auch an Land waren die Kampfmittelsondierungen nicht ganz einfach und die Bauarbeiten im Wasser sind generell umfangreicher geworden und dauern damit auch länger als ursprünglich geplant. Ferner führte Mifka diesbezüglich aus, dass selbst natürliche Faktoren wie ein Hochwasser etwaige Arbeiten erschweren und verlangsamen können. So ein Bau einer Brücke im Rhein birgt einfach zahlreiche Herausforderungen. Die Arbeiten unter Wasser beispielsweise werden sich nur die wenigsten vorstellen können. Vom Prinzip funktionieren die Arbeiten wie am Land. Was sie halt brauchen, ist eine feste Standfläche, ein Untergrund. Das sind sogenannte Pontons. Gerade diese Woche sind jetzt leider keine da, weil sie alle im Hafen sind zur Wartung und zum Umbau. Das sind halt große Plattformen, die sich auch im Wasser abstützen können. Und von da aus arbeiten die Geräte wie an Land. Wir hatten Bohrgeräte hier im Einsatz, wir haben Rammgeräte im Einsatz gehabt. Die arbeiten dann halt, wie wenn sie auf der Erde stehen würden, nur im Wasser. Der Neubau der Pfaffendorfer Brücke schreitet planmäßig voran und soll bereits im Jahr 2028 abgeschlossen werden.
Mifka, der Tiefbauamtsleiter der Stadt Koblenz, zeigt sich derweil zufrieden mit dem derzeitigen Baufortschritt und kann drei für jedermann greifbare Meilensteine deklarieren. Ja, da kann ich Ihnen gerne so circa drei Meilensteine nennen. Also zum Ende dieses Jahres bzw. Anfang nächsten Jahres sollen die Pfeiler im Wasser stehen für die Seitenlage, für die Parallellage. Dann wird auch die Konstruktion des Stahlüberbaus beginnen. Dann wird es also sichtbar, welche Form die neue Brücke haben wird. Und Ende 2026, nach jetzigem Stand, wollen wir die neue Brücke in Betrieb nehmen, dann in der Seitenlage, also das heißt auch den Verkehr dann überführen in diese sogenannte Seitenlage. Und Mitte 28 soll die neue Brücke in der Lage der alten Brücke sein. Das heißt, dann soll die alte Brücke zurückgebaut worden sein, die Widerlage ertüchtigt und die Brücke in die Lage hinübergeschoben worden sein. Und dann wird es vielleicht noch Restarbeiten geben. Aber Ende 28 werden wir mit allem fertig sein. 16 Monate nach dem Spatenstich an der Pfaffendorfer Brücke sind erste bauliche Fortschritte klar erkennbar. Jedoch stehen Arbeiten von noch mindestens 4 Jahren bevor die neue Pfaffendorfer Brücke dasteht, wo es ihr mittlerweile 71-jähriger Vorgänger noch heute tut. Viel Arbeit also für Mifka und seine Kollegen.